Vorbereitungen sind nicht so gelaufen, wie ich mir gewünscht habe. Ich hatte dann Knieschmerzen. Dann war ich noch beim Zahnarzt, Wurzelbehandlung. Ich bin überraschend, was auf mich zukommt. Oh, Leute, was für eine Aufregung. Erster Tag der Transost. Ich wurde ja vorhin gefilmt vom Filmteam, war mega aufgeregt. Habt ihr die Aufnahmen gesehen? Und ja, jetzt sind wir hier am Festspielhaus. Da ist der Startpunkt. Hier hinten schon 1, 2, 3 Mitfahrer. Und ja, ziemlich aufgeregt. Und ja, es geht gleich los. Oh mein Gott. Geschlafen habe ich beschissen, aber egal. Wird schon irgendwie. I'm really happy that you are here, yeah? That you are six and a half riders, yeah? Okay, let's go. Ciao, ciao! Es geht los, Leute. Ach du Scheiße, ich kann es gar nicht glauben. Ach du Schreck. Oh, ich bin jetzt schon fix und fertig. Vor lauter Aufregung. Oh Mann, ey. Irgendwie hat mein Navi gerade gesponnen und ich habe mich gerade kurz erfahren, einmal im Kreis gefahren. Aber jetzt bin ich wieder back on the track. Ja, wie machen wir das? Also runterkommen war irgendwie leichter. Verdammte Hacke, ey. Hat schön die Schlucht runtergestürzt. Scheiße. Klappt das? Oh Gott! Ja, Leute, läuft richtig gut. Ich bin gerade hier von diesem Trail gekommen und da ist eine Wurzel. Irgendwie bin ich, die Balance verloren, als ich da drüber gefahren bin. Und zack, bin ich hier runtergeplumpelt. Leider war die GoPro aus, aber ja, es war schon sehr spektakulär. Vor allen Dingen echt. Was ein Glück, dass ich mich nicht verletzt habe. Also wirklich nur Ellenbogen, das Knie ein bisschen. Und ja, das Fahrrad mit 30 Kilo hat auf mir gelegen. Gott sei Dank war der Markus dabei und hat mir dann geholfen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch beschäftigt, das Fahrrad hier hochzutragen. Ja, aber ja, das Fahrrad ist gerichtet, Schock überstanden und jetzt geht's weiter. Ja. Wie komme ich denn da vorbei? Nee, das geht auch nicht. Scheiße. Ohne Sturz überlebt. Okay, das andere Stück habe ich auch mit Sturz überlebt. Klasse. Die Gangschaltung hat auch was abgekriegt.
super. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich hab's raus. Jesus Christ. Aber das heißt, ich muss irgendwas an den Schrauben verstellen, weil sonst wird es wieder passieren. Back, back, back. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Laufen, weil ja auch der letzte Gang nicht reingeht. Und ja, da muss ich schon bei leichten Steigungen halt schieben. Und jetzt ist es halt sowieso richtig steil. Ja, und es geht jetzt noch so eine ganze Weile. Und dann komme ich hoffentlich bald am Ochsenkopf an und dort werde ich dann erstmal in die Werkstatt gehen und mein Fahrrad schauen lassen. Puh, ich bin fertig. Oh, yippie, es geht mal ein kleines Stückchen nach unten, so wie das aussieht. Es geht schon eine ganze Weile mal flach. Ja, was soll ich sagen? Mein Rücken tut weh. Ich bin echt diese Art von Fahrradfahren nicht gewöhnt. Mit diesem Rennstyle hier. Aber ja, mein Ziel ist jetzt erstmal Ochsenkopf. Oh Gott. Ja, hier ist der Bikepark Ochsenkopf. Hätte ich jetzt auch Lust, da drin rumzufahren. Aber ja, ich bin auf einer anderen Mission. Da muss ich mal erst dann was abbauen, weil ich das Eichhänger muss. Ja, was soll ich denn abbauen? Die Satteltasche? Nur, eigentlich nur die Satteltasche. Ja. So. Schau, wo ich gelandet bin, ich habe keine Ahnung. Ich bin einen leichten Graben runtergestürzt. Das war jetzt ganz schlecht. Schallau? Mhm. Das ist ja ultra weich. Hast du eins dabei? Nee. Du fährst eine lange Tour ohne eine Sattel? Ich konnte keins mehr bekommen. Wir haben die Fahrräder erst kurzfristig bekommen. Tja, und jetzt? Marco, du hast noch eins dabei, oder? Ja. Hast du es abgemacht? Noch nicht. Wo sind die Ladies? Ah, okay. Ja, zum Glück ist das Fahrrad wieder repariert. Das Laufrad wurde zentriert, neues Schaltauge drauf. Und ja, nochmal kurz zum Sturz. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, mein Gleichgewicht ist normalerweise ganz gut. Aber ja, da wir halt die Bikes erst so kurzfristig bekommen haben, bin ich halt noch nicht wirklich so ans Bike gewöhnt. Und klar, wenn man über die Wurzeln fährt, mit dem Mountainbike federt das Ganze viel mehr ab. Ja, ja, das und sind die beiden, die... Mit dem Gravelbike ist es halt alles ein bisschen anders. Normalerweise ist es ja ein unsupported Bikepacking Race, also man bekommt keine Unterstützung unterwegs. Aber ja, weil wir die Bikes so spät erst bekommen haben, konnte ich kein Schaltauge mehr mitnehmen und so. Aber Markus hat ja das gleiche Bike und da hat er das jetzt ausgebaut, weil sonst hätte ich jetzt echt Pech gehabt. Ja, also ansonsten, ich würde immer ein Schaltauge mitnehmen, hatte ich auch auf meiner letzten Tour gemacht, immer sehr wichtig. Und ja, ich würde sagen, ich radel mal weiter, damit ich heute noch irgendwo ankomme. Und ja, ich weiß gar nicht, 30 Kilometer vielleicht gefahren, also noch nicht wirklich weit. Also bis dann. Ja, jetzt geht meine Gangschaltung zwar wieder, aber ja, ich schaff's hier nicht hoch. Definitiv. Schiebepassage für mich. Ich steige ab. Nee, es ist mir echt nichts. Mit dem Bike Trails fahren. So gerne ich auch Trails fahre, aber ja, ich fühle mich mit dem Bike einfach noch nicht überzeugt und gemütlich. Mann, das ist echt scheiße, wenn man englische Wörter ins Deutsche übersetzt. Was ein Tag, was ein Tag. Spreche ich doch lieber mal im Dialekt. Oh, scheiße. Okay, laufen, laufen, laufen.
immer wieder am Schieben. Schaut euch das mal an. Ich habe keine Ahnung, wie viele Wege ich schon runtergeschoben bin, weil das kannst du ja mit dem Gravelbike auf jeden Fall nicht fahren. Selbst mit dem Mountainbike, wenn du hier Gepäck dabei hast. Ey, das musst du mir mal erklären. Schaut euch mal an, was das für krasse Trails hier sind. Ich bin jetzt hier schon die ganze Zeit am Schieben. Das ist brutal. Also so gingen die Trails auch teilweise runter. Da musste ich dann auch runterschieben. Ja, das sind jetzt noch, ich glaube, 10 Kilometer. Und dann ist der Track für heute beendet. Und ich guck mal, dass ich in der Pension heute übernachte. Leute, ich bin fertig. Die Trails haben sich echt fertig gemacht. Mein Rücken tut weh. Ich glaube, das Knie tut auch weh vom Sturz. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist irgendwie alles nicht so toll gelaufen heute, der Start. Erst der Unfall, dann ja, ist das Schaltauge gebrochen, aber gut, hätte schlimmer kommen können, ich hätte mich verletzen können. Es hätte keine Schaltauge dabei gehabt, keine Ahnung. Und ja, jetzt zum Schluss mit den Trails, dann hatte ich also es waren wirklich echt steinige Parts, dass halt selbst das Schieben schwierig war. Da musst du natürlich gucken, dass du nicht ständig mit dem Pedal hängen bleibst oder noch schlimmer das Kettenblatt irgendwie kaputt machst. Ja, es hat mich echt Kraft gekostet. Ich wollte jetzt eigentlich unten da in die Pension, aber es ist anscheinend ein Hotel. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier um 8:30 da überhaupt noch reinkomme. Da hinten ist schon irgendwie ein Tier, toll. Ja, ich habe auch kein Hotel, keine Ahnung, kostet in Deutschland wahrscheinlich 40 Euro. Deswegen, ich schlafe jetzt hier. Hier ist irgendwie ein Wasserwerk und ja, hier bin ich ziemlich versteckt, auch wenn da unten jetzt direkt ein Weg ist. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich bin echt ziemlich fertig. Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, es ist mir jetzt alles egal. Dreckig in den Schlafsack, dreckig schlafen gehen. Ich werde mir aber jetzt noch irgendwas zu futtern machen. Aber Kraft zum Filmen, sorry, habe ich heute wirklich nicht mehr. Wir sehen uns morgen wieder. Also, macht's gut, Leute. Schwingt euch aufs Bike and travel and ride. Bye bye. Gott, was ist denn jetzt hier los? Oh, Matsch! Ah, Krampf im Fuß.